Alles erledigt, Frank. Danke, Tom. Lass mich Marge und Alice noch Lebewohl sagen. Dann bringen wir es hinter uns. Frank, fliegst du nicht mit uns? Was? Ich kann nicht, Marge. Was? Tommy und ich sind in einer ernsten Situation, die wir erst klären müssen. Stimmt's, Tom? Frank, sag mir einfach, wo die Bücher sind und geh mit ihnen. Was? Wie willst du das den Don erklären? Vergiss es. Das ist mein Problem. Wo sind die Bücher? Das vergesse ich dir nie. Hier ist der Schlüssel zu einem Safe in der First National Bank in Downtown. Dort sind die Bücher. Nimm ihn, Tom. Danke. Und Tom, danke für alles, was du für uns getan hast. Ich stehe in deiner Schuld. Und sag dem Don, es tut mir leid, dass es so enden musste. Für den Don bist du tot, Frank. Wenn er das Gegenteil herausfindet, hast du nichts mehr zu lachen. Und jetzt geh. Tommy, ich werde nie vergessen, wie du uns geholfen hast. Gott segne dich. Auf Wiedersehen, Mister. Und vergiss nicht, was ich dir damals im Auto gesagt habe. Am Ende tötet dich dein bester Freund. Frank hatte mir das im Auto gesagt. Und jetzt sollte ich einen Freund töten. Nur, dass ich das nicht tat. Tu niemandem an, was niemand dir antun soll. Oder wie sagt man noch gleich? Und ich wollte nicht, dass Polly mich eines Tages umlegte. Tja, vielleicht habe ich ihm gerade heute einen Grund dafür gegeben. Ich habe es so gewollt. Hoffentlich mag er mich so sehr, wie ich Frank mag. Frank hat nicht gelogen. Der Koffer mit den Büchern war in dem Safe. Ich bin ohne Probleme drangekommen.
Hallo Tommy, wie geht's denn so? Gut, und selbst? Gut, aber so ein Kerl aus Hoboken hat meinen Kumpel zusammengeschlagen. Ein Typ aus der Black Cat Bar. Ihm sollte mal jemand eine Lektion erteilen. Ist so gut wie erledigt. Würdest du das machen, Tommy? Toll. Aber er schieße nicht, du sollst ihn nicht töten. Schlag ihn nur windelweich, bis er um Gnade winselt. Wenn du das tust, gebe ich dir dafür auch ein echtes Ausstellungsstück. Klar, wie sieht der Kerl denn aus? Oh, er ist ein echter Gorilla. So ein Typ in der Black Cat Bar. Du erkennst ihn denn schon. Er heißt Big Stan. Richte ihm aus, es ist eine Lektion von Carlo. Okay, wird gemacht.